Endlich Pause! Als Hausaufgabe lest euch bitte den Bericht auf Seite 23 zur nächsten Stunde durch. Wir werden darüber diskutieren. Oh Mann, lesen. Ich hasse lesen. Hast du was gesagt? Nein. Dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss, Frau Leibold. Tschüss, Kinder. Oh, letzte Stunde. Wie cool. Ja, aber leider Sport. Ich finde Sport cool und danach können wir nach Hause. Magst du heute Nachmittag zu mir kommen? Ja, klar. Los, Kinder, zackig umziehen, damit wir anfangen können. Hoffentlich machen wir heute was Cooles. Ja, das hoffe ich auch. Wo ist denn mein T-Shirt hin? Ich bin fertig. Ich auch. Ah, da ist es ja. Gib mir eine Minute. Oh Mist, jetzt habe ich meine Klamotten vergessen. Naja, was soll's. Ich kann euch ja zugucken und am Handy daddeln. Na, wenn du meinst. Frau Müller? Ja? Ich habe leider meine Sportsachen vergessen. Ich kann nicht mitmachen. Kann ich mich auf die Bank setzen? Nix da. Du machst in deinen Klamotten mit. Und das nächste Mal denkst du bitte an deine Sportsachen. Sonst muss ich einen Vermerk in dein Schülerbuch schreiben. Okay. Tja, war wohl nix mit rumsitzen. Halt doch die Klappe. Ruhe, bitte zuhören. Zum Aufwärmen bitte 10 Runden laufen. Menno, ich weiß, warum ich Sport nicht mag. Oh Mann, was hat denn Frau Müller da wieder für eine doofe Musik angemacht? Ich finde die ganz gut. Wir spielen heute Abwerfen und dafür brauchen wir 2 Teams. Ja, darf ich Teamchef sein? Und ich vom anderen Team. Nein, das machen wir anders. Ich halte nichts davon, wenn ihr euch selbst die Teams aussucht. Team 1, Team 2. Team 1, Team 2. Team 1, Team 2. Team 1, Team 2. Team 1 geht auf die linke Seite und Team 2 auf die rechte, bitte. Oh Mila, wir sind gar nicht in einem Team. Wie schade. Ja, schade. Wir machen euch heute fertig. Träumen weiter. Wir lassen den Ball entscheiden, welches Team anfängt. Das linke Team fängt an. Und los geht's. Sehr gut. Jetzt habt ihr Schiss, was? Haha, knapp daneben ist auch vorbei. Zu mir. Du bist raus. Wir schaffen euch auch zu dritt. Von wegen. Ich hab ihn. Nein, ich hab ihn. Ah, aua. Hey Anna, alles gut? Sorry, Mann. Hey Anna, ist dir was passiert? Du bist so ein Blödmann. Was musstest du dazwischen gehen? Anna hätte den Ball schon gefangen. Tut mir leid, ich wollte ihr doch nicht wehtun. Lass mich mal schauen. Ah! Das scheint nicht so harmlos zu sein. Mir wird ganz schwarz vor Augen. Anna! Was ist mit ihr? Mila, bitte lauf schnell ins Sekretariat. Sie sollen einen Krankenwagen rufen und die Eltern von Anna informieren. Ja, mach ich. Was ist denn nun mit ihr? Sie ist ohnmächtig geworden. Wir müssen ihre Beine hochlegen. Holt schnell etwas, was wir drunter legen können. Hier, die Turnmatte. Anna, hörst du mich? Wach auf, Anna. Komm zu dir. Was ist denn los? Ach, Anna, bleib einfach liegen, bis der Krankenwagen kommt. Mann, Anna, das tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Ach, da sind sie ja. Wie heißt du? Anna. Wie geht es dir, Anna? Mein Arm tut mir ganz doll weh, aber sonst geht's mir ganz gut. Sie war für wenige Sekunden ohnmächtig. Wir bringen dich vorsichtshalber ins Krankenhaus. Das tut mir voll leid, Anna. Ist schon gut. Du hast dich schon 1000 Mal entschuldigt. Ich weiß auch, dass es keine Absicht war. Begleiten Sie uns oder kommen die Eltern des Mädchens? Die Eltern sind zwar informiert, aber sie schaffen es nicht. Sie kommen zum Krankenhaus. Ich würde sie begleiten. In Ordnung. Oh, die arme Anna. Mensch, Anna, ich hatte mir ganz schön Sorgen um dich gemacht. Ich auch. Tut mir leid, war nicht meine Absicht. Das wissen wir doch, Anna. Familie Jansen? Ja? Ich kann Ihnen Entwarnung geben. Der Arm Ihrer Tochter ist nur stark geprellt und nicht gebrochen. Sie muss ihn einige Tage ruhig halten. Lassen Sie sich einen Stützverband geben. In ein paar Tagen sollte es gut sein. Puh, danke. Da sind wir aber echt erleichtert. Warum ist sie denn ohnmächtig geworden? Ja, das passiert manchmal nach so einem Sturz. Beobachten Sie einfach Ihre Tochter. Wenn es nochmal vorkommen sollte, dann kommen Sie auf jeden Fall nochmal zu uns. Oh, Anna, kein Gips, so ein Glück. Ja, zum Glück.